Hallo und willkommen zurück zu Pikmin 3 Deluxe. In Ulimas neuen Abenteuern. Tag 10. Ich habe einen Ort gefunden, von dem die Signale mehrerer Teile ausgehen. Wenn ich sie alle bergen kann, ist das Schiff wieder voll einsatzfähig. Allerdings fange ich auch eine recht besorgniserregende Anzahl an Signalen feindlicher Kreaturen auf. Ich werde wohl nicht kampflos an diese Teile kommen, aber wenn etwas jeden Kampf wert ist, dann die Chance, meine Lieben daheim endlich wiederzusehen. Bogotate, ich komme. So, wir haben jetzt wieder eine Zwiebel. Aber wir hatten ja gerade gar keine Zwiebel, damit wir die gekriegt haben. Signalen waschen Kreaturen, fuhren sie Teile zurück. Und das alles in 13 Minuten oder weniger. Oh, das sieht ja voll nach der Armee aus, okay. Ach Gott. Ich habe keine Lust, so mit allen Farben perfekt zu arbeiten. Okay, gucken wir mal. Hier sind einfach nur lauter. Willst du gar keinen mitnehmen? Zwangsläufig muss ich das. Geht's denn hier lang? Ja, du musst hoch. Ach so, okay, in den Geyser. Das ist der einzige Weg. Ach so, wir sind auf der Map hier. Wir können hier also schwarz färben. Und haben ansonsten alle drei anderen Farben. Außer Flieger. Es ist also wichtig, nicht zu viele schwarz zu färben. Ich weiß nicht, soll ich dir welche geben? Und hier sind dann 6 Gegner und dann haben wir gewonnen. Ah ja. Ich denke, das ist was wir vielleicht nochmal machen müssen. Warte, kommt man hier nicht einmal runter? Wir haben von jedem 25, von denen haben wir 30. Sehr witzig. Ja, mach dir ein paar. Ich schau mal, welche Gegner es sind. Du kannst besser einschätzen, was wir brauchen. Also, wir haben einen Wasserarsch, einen Feuerpisser, einen mit Steinwand, einen Elektrohund, von allem etwas im Endeffekt. Toll. Also ich habe jetzt einfach gesagt, ich nehme alle Bobs. Kenny Bob Bots, das haben wir ganz viele Steine. Die machen grundsätzlich sind das die stärksten Pikmin rein vom Damage her gesehen. Also auf die da schmeißt du Feuer, auf den da schmeißt du Wasser, auf den da schmeißt du Elektro. So. Und auf den anderen schmeißt du Stein. Auf den Weg nach Vetania City. Mit der ganzen Armee 80 Pikmin. Okay. Willst du die jetzt alleine töten, während du da bist? Nein, geht gar nicht. Soll ich dir irgendwelche liegen lassen, oder? Hier hinten sind 2 Gegner, die eingegraben zu sein scheinen, bis wir die anderen 4 getötet haben. Oh mein Gott, das ist ja sehr chaotisch. Dann wissen wir gar nicht, was hier kommt. Es dürfen aber nicht zu viele sterben. Oh wow! Okay, jetzt weiß ich, was hier kommt. 2 davon? Beide Formen vergoldet. Schick. Haben wir mit 80 gestartet? Ja, haben wir. Da hast du es ziemlich gut gemacht. Du kannst dir dann überlegen, wie du diese 2 Typen hier besiegen willst. Aber ist jetzt in welche gestorben? Sobald der Steinpisser durch ist. Oh ja, 2 sind tot, was sonst? Ist trotzdem ganz gut, glaube ich. Müssen wir eigentlich die Teile zurückbringen? Natürlich müssen wir das. Okay, dann tu das. Hey, bislang ist immer noch 1 gedroppt. Von dem einen Gegner. Die anderen kommen von denen. Ja gut, dann töten wir die zuerst. Also, das sind... Ey, mir wäre es echt lieb, wenn ich einfach literally nur gelbe hätte. Aber gut. Also den besiegst du einfach nur mit gelben. Der kann sich nicht wehren. Sein Wehren ist zerstampfen. Also muss man gut aufpassen, dass man nicht zerstampft wird. Ja, deswegen wären Steine ja nicht. Ja gut, die können nicht zerstampft werden. Ja, rot und blau ist ja hier irrelevant, oder nicht? Für den Teil hier schon sind. Gelb ist gut wegen am Werfen. Ach scheiße. Nein, hört auf zu sterben. Stirb endlich. Ich glaube, er ist tot. Ja, 71 haben wir noch. Ja, fehlt noch der mit dem Wuschelkopf. Den kann man halt nicht so, weil wir müssen jede Wuschelseite bei dem machen. Müssen am Ende noch mindestens 50 übrig bleiben, falls das schwerste Teil ist.
Oh, okay. Auf welchem Knie hat er denn noch Haare? Ich glaube fast allen. Aber kaum, sehe ich. Ja, da hat er glaube ich 2 K-Ebenen, die wir treffen müssen. Ist er noch? Ist er auch so riesig? Ich glaube, der ist größer als die normalerweise sind. Kommt mir gar nicht so wirklich so vor. Gerade noch eine Haarbüschel nebenbei so. Ah, nein. Töte nicht meine Pikmin. Ja, zumindest helfen die Steine erst gut aus. Kommt her. Ich hätte gern mehr Kontrolle von der Kamera. Ich weiß nicht, wo noch Büschel fehlen. Muss ich auf jeden Lag einfach einen drauf schießen. Ja, mehr als einen. Die Hälfte kann noch drauf gehen, ohne dass wir Game Over gehen, also was sonst. Er ist frei! Ja. Ich glaube, du hast noch genug. Nun denn, bald haben wir unser Schiff zurück. Okay, gut. Das hast du gar nicht. Irgendwie fehlt mir ein Stein, weil er nicht hier ist. Ich glaube, das ist der vorderste Town, weil da keine dran sind. Keine weiteren. Also ich habe einen Pikmin übrig. Und der will hier hinten nicht mithelfen. Ja, da kannst du nur vorne mithelfen lassen, aber ich weiß nicht, ob du ihn davor kriegst. Ich kann ihn nicht hinwerfen. Ja, versuch einfach durchzugehen. Mein Gott. Ich glaube, jetzt hat er es geschafft. 30, ja. Jetzt ist der mittlere bei 30. Achso. Wir haben es bei über 5 Minuten, das ist ja wohl gut genug. Es sind nur 10 gestorben, glaube ich. Wir haben doch bei 80 angefangen, denke ich. Ich glaube schon. Oder 85. Ich weiß jetzt nicht mehr gar nicht. Ich male darunter. Oh, kein Platin. Wieso? Das ist doch Platin. Rot? Ist da auch ganz hinten? Das war immer rot. Komisch, ich dachte, das war die ganze Zeit grün. Nein, war's nicht. Zeitbonus drauf. Und was ist das da? Platin. Grünes Platin? Ja, schön, Platin. Fleißarbeit. Ja, aber Platin ist grün. Nicht rot, wie du gerade sagst. Bronzemedaillen. Ja, aber die Leiste ist rot. Ja, aber das Symbol war... Okay, ist in Ordnung. Du hast über die Leiste geredet, ich habe das Symbol gemeint. Die Medaille, die gerade noch im Level angezeigt wurde, war nicht grün. Dank Louis und der Pikmin, hauptsächlich. Ist das Schiff wieder flugbereit? Es wird ein langer Weg. Ich freue mich wirklich auf zu Hause. Das Ding ist flugbereit. Ja. Hat
sich gelohnt, nochmal herzukommen, um den Schrott einzusammeln. Nee, finde ich irgendwie nicht, aber naja. War eine nette Mission. Und damit haben wir es immer noch nicht ganz durchgespielt. Nein, noch nicht. Blaue Pikmin, fliegende Pikmin. Rote Pikmin, Stein-Pikmin, gelbe Pikmin. All die Pikmin. Wir singen wieder. Die Pokémon. Möchtest du sie alle fangen? Absolut, ja. Fangen hat Priorität. Warte mal, wieso sind die zu zweit in dem Schiff? Einer muss doch das andere Schiff steuern, mit dem sie hergekommen sind. Ich weiß nicht, was mit dem anderen Schiff ist. Vielleicht ist das eine Art One-Use-Schiff. Das ergibt keinen Sinn. Ja. Überall Platin. Ja. Ich habe komischerweise jetzt aber nur das eine aufploppen sehen. Aber vielleicht haben wir trotzdem alle bekommen. Vier von vier. Es war nur irgendwie nur das da zu sehen. Aber trotzdem war das auch. Okay. Missionen und Bingo-Duelle gibt es auch noch. Ja. Was ist denn die letzte Extra-Medaille gewesen? Hier fehlen noch die beiden Dinger. Ja, die letzte Extra-Medaille ist das da. Ah, okay. Missionen zusammen machen. Ja, cool. Dann kommen als nächstes ja auch die Missionen, oder? Ja. Zum Titelbildschirm, ja. Das war aber gutes DLC-Content. Deluxe-Content. Das Abenteuer, Deluxe. Okay. Ja, stell dich der Herausforderung, hol dir die Medaille, spiele Karten mehrfach, um ausgeklügelte Strategien zu entwickeln. Okay. Ja. Bisschen ist, mehr grinden hier. Es ist im Endeffekt ähnlich, weil Bonusabenteuer ist im Prinzip wie Mission aufgebaut gewesen. Sammelschätze, besiege Kreaturen, siege Bossgegner. Ja. Genau. Fangen wir links an, ne? Jetzt freue ich mich gerade. Ah ne, das zeigt mir hier nicht an. Was sind denn die Missionsmedaillen? Ich würde gerne wissen, was das ist. Kannst du mal pausieren währenddessen. Hol ich mir was zu trinken. Okay, wir sind hier. Das sind 6 Level. Das sind 10 Level. Okay. Das sind. Ich glaube nicht, dass wir 100% darin machen müssen, ja, weil wir gut. Nur 10 Level auf Platin brauchen. Ja, außer es ist auch schwer. Aber okay, fangen wir das Schätzen an? Ja, wir spielen von links nach rechts einfach alles mal durch und gucken dann, ob wir noch welche wiederholen müssen. Na gut. 7 Minuten Zeit. Rote und Stein-Pikmin. Okay. Achso, ist einfach nur Pikmin-Arten-Guide. Es gibt ja nur 5 Pikmin-Arten, oder? Warum sind da 7 Felder gewesen? Weil es mehr gibt. Hä? Oh, es gibt die anderen auch. Ja. Gleich mal eine Medaille bekommen, weil wir zu zweit sind. Ja. Ach, und ich spiele echt Brittany. Okay, cool. Was ist das hier eigentlich für ein... Hä? Hier rutscht jemand runter. Oh. Jetzt haben wir einen schwarzen auch. Ich habe einen Stein. Ich weiß nicht genau, was du gemacht hast. Der ist runtergerutscht, frag mich nicht. Wo bist du eigentlich? Kämpfen wir? Ja, die können wir mitnehmen, oder? Dann kriegen wir wieder ein paar mehr. Da brauchen wir die Steine, die du gefunden hast. Es ist nur einer, aber der wird es schaffen. Der braucht halt eine Weile. Kannst du mal callen, ob da noch mehr runterrutscht. Oh, ach so, was? Komm, eine ganze Armada. Die rutscht voran. Ach so. Ach so, wir sind in der Schatzmission. Wir können das Pikmin nicht mehr vermehren. Die werden auch einfach nur Geld. Also ja, auch das Essen wird Geld. Naja, ist in Ordnung. Also... Sollten also nicht allzu viele sterben. Alles wird da, Geld. Da, wartet da, der Schatzkäfer, schnell. Sehr gut. Wow, jetzt sind die meisten da oben gelandet. Oh, das ist ein bisschen doof. Das war nur für Honig? Ist mal. Ja, das ist nur ein Honigkäfer. Du hast eine Frucht zu holen und eine Glasscheibe zu zerstören und den Rest schickst du dann bitte an die Wand.
Die Frucht? Weil welche habe ich noch zu holen? Ach, die da. Ja, die Mors. Wie so eine Glasscheibe, dir war schon klar, dass eine Frucht hinter der Scheibe ist, oder? Ja, das auch. Gut, hast alles gemacht, brav. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man den besiegt. Erst wenn er runter blobbelt. Dann hau ich mal ab. Ja. Ich werf einfach nur, aber er ist tot, oder? Ja. Achso, da fällt er runter. Nehmt ihn mit, ja. Auch wenn ihr ihn leider nicht zur Vermehrung nutzen könnt, ist scheißegal. Er ist auch Geld wert. Hier kann ich noch eine Brücke bauen. Das ist ein mordsschlafender Käfer und 30 Gold. Den machen wir als nächstes, sobald wir alle haben. Ich schicke erstmal alles für die Brücke zu dir und gehe dann zum Spawn zurück. Die Brücke ist dafür da, dass wir schneller zum Spawn kommen, also, ja. Kommt schon, macht. Oh. Da macht's die blöde Erdbeere noch fertig. Okay, ich habe alles, was am Spawn ist. Wo gehst denn du lang? Musst du die Seite zuerst machen? Na gut, ich habe ein paar Feuer. Ich auch. Wir müssen das nicht gleichzeitig machen, also kannst du auch anders gehen. Ja, ich gehe jetzt mit den Steinen zu dem anderen Typen, der mich hoffentlich nicht zerlegt, wenn ich nur 14 habe. Ja, ich denke, das sollte gehen. Geh einfach von hinten dran. Soll ich werfen oder? Einfach reinhauen. Ja, gut. Ich denke, das sind der Steine, die ploppen mehr wieder. Wow, der droppt der Zeug ohne Ende. Du kannst dann aber hierher kommen, ich brauche Leute. Da ist 30 Gold und so. Okay, ja, ich nehme das. Ich glaube, es ist dann eh fertig, oder? Bei dir ist eine Sackgasse, richtig? Bei mir auch. So, was willst du, die Cherry? Ja, und die Goldklumpen. Wir sind dann fertig, das ist eh das allerletzte. Ja, gut, aber die hole ich nicht alleine. Nee, es gibt noch Goldklumpen. Oh, hier oben ist noch. Oh, okay, es geht hier doch noch weiter. Ich dachte, bei dir wäre Ende im Gelände. Na gut, dann gibt's ja zu tun. Ich kontrolliere nochmal das andere Gebiet. 2,5 Minuten. Ich glaube, wir werden gar nicht 100% schaffen. Aber zumindest die Goldklumpen, ja. Und die eine, das eine Obst machen wir noch. Ach, da ist noch mehr Bereich, okay. Ja, die letzten Kämpfe lassen wir dann fürs Erste. Wenn wir noch Zeit haben, dann kämpfen wir. Ernsthaft, du willst gleich kämpfen, statt erstmal das Gold einzusammeln? Meinetwegen. Der Tod ist halt erstmal nichts wert, erst wenn er abtransportiert ist. Ich habe gerade gar keinen einzigen Pikmin. Ich warte jetzt hier, bis die hier fertig sind mit den Klumpen. Aber mehr als der hier war ja auch gar nicht, oder? Das war jetzt der letzte Gegner. Aber wir haben jetzt keine 2 Minuten mehr, um alles einzusammeln, also. Mach dann mal hin. Ach was, ihr seid habt ihr auch gar nicht genug. Okay. Ist der andere Goldklumpenhaufen schon weg? Nein, ich stehe doch direkt davor. Ach. Ja, bei dir weiß ich nicht. Ja, hatte ich gerade nicht dabei. Okay, also bei mir müssen noch 11 hin. Der andere Klumpenhaufen weiß ich nicht. Aber du hast ja jetzt genug. Die werden doch auf der Map angezeigt, oder? Also hier sehe ich nichts mehr. Du? Ja, okay, perfekt. Guck mal, wir sind fast bei Platin. Ja. Wir schaffen es. Wir meinen, es ist die erste Mission, wenn wir es nicht schaffen würden. Noch eine Minute, ja. Ja, der andere Haufen war schon leer. Sehr schön. Gut gemacht. Ja, dass wir herausgefunden haben, dass wir die da runtercallen können durch die Rutsche, ist gut gewesen. Sonst hätten wir erstmal außen rumlaufen müssen. Ja, und erfolgreich. Spiele eine Mission im Missionsmodus. Ja. Ja, aber einer wird's nicht bleiben. Das ist ja erst der Anfang.
Wir müssen nicht alle machen. Wir brauchen nur 10 auf Platin. Aber wir machen auf jeden Fall alle. Und mindestens 10 auf Platin. Ja, mindestens brauchst du ich jetzt, okay. Ja, wir müssen ja sowieso alle so im Allgemeinen machen. Gut, Vollblutabenteurer. Silber. Ach, jetzt kriegen wir noch das für Gold. Genau. Goldenes Händchen. Okay, gut. Dann Part beenden, oder? Oder was soll ich? Wie du willst. Ja, komm, hauen wir die noch ein, oder? Neue Pigmentarten, Lila-Pigment, oh. Die sind so stark, wie sie aussehen. Optimal für schwere Lasten. Weiße Pigment, klein, flink und durch und durch giftig. Naja, gut. Okay, machen wir nächsten Mal fertig. Ich vergesse noch, ciao. Tschüss.